Hallo, grüß dich. Ich will dir heute was erzählen über das Thema Arthrose. Der Titel ist Hilfe, ich habe Arthrose. Ist das wirklich so eine schlimme Erkrankung, wie wir immer denken? Was macht das Ganze aus? Dazu möchte ich dir ein bisschen was erklären, weil ich persönlich auch schon betroffen war. Ich hatte mit 13 schon einen großen Knorpelschaden in meinem rechten Kniegelenk, musste operiert werden und habe seitdem immer auch mit dem Thema Arthrose zu tun gehabt. Was bedeutet Arthrose eigentlich? Arthrose ist eine fortlaufende Gelenkerkrankung, wo der Verschleiß höher ist, als es eigentlich altersüblich ist. Ja, es gibt verschiedene Grade der Arthrose, die ganz wichtig sind, weil Arthrose ist nicht gleich Arthrose. Nur weil du die Diagnose Arthrose bekommst, heißt es nicht, dass du ein großes Problem hast. Es gibt Grad 1 bis 4. Grad 1 bis 2 zum Beispiel erkennst du daran, dass du einen typischen Anlaufschmerz hast, ja? Oder aber auch einen Belastungsschmerz in den betroffenen Gelenken. Grad 3 bis 4, da wird es schon durchaus ernster, da merkst du so Krepitationen in den Gelenken. Das sind so kleine Reibegeräusche und es kommt zu Schwellungen und durchaus auch schon zu Funktionsverlusten in den Gelenken. Wenn du im Stadium 3 bis 4 bist, ist das schon wesentlich ernster zu nehmen. Warum kommt es überhaupt so weit? Nummer eins ist einfach Bewegungsmangel. Wir bewegen uns viel zu eindimensional. Wir müssen uns viel mehr bewegen. Wir müssen unseren Körper nutzen, die Bewegungen, die auch wirklich möglich sind. Dann Übergewicht. Hast du schon mal einen Kasten Wasser angehoben? 10 Kilo. Bedenke, was 10 Kilo ausmachen. Ja, das ist ein großes Thema. Natürlich werden da die Gelenke extrem belastet. Und das führt dann auch gleichzeitig dazu zu Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder auch Gicht, die Gelenke stark angreifen. Wenn du was dagegen tun möchtest, dann gilt es einfach, beweg dich richtig oder lass dich in Bewegung bringen. Beides ist möglich. Und vor allem, ernähr dich richtig. Dazu gibt es diverse Ernährungsberatungen und auch gute Ernährungsprogramme. Wenn du die Diagnose Arthrose bekommen hast, dann komm zu uns. Wir helfen dir gerne einzuschätzen, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist und vor allem, was du dagegen tun kannst in den Bereichen Therapie, Bewegung und auch Ernährung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.